Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Online-Schlacht. Wir werden heute wieder mit den Römern gegen die, mit den Germanen gegen die Römer antreten. Diesmal haben wir einen römischen Verbündeten. Der spielt die Bruti. Wir können ja mal kurz gucken, was er hat, solange die Aufstellung läuft. Minimap gibt's hier, glaube ich, nicht. Okay. Ja, er hat hier eine typisch römische Armee. Triare an den Flanken, Stadtkohorten, Bogenschützen, Kavallerie. So, ein paar leichte Hilfstruppen. Er hat sich ziemlich weit abseits aufgestellt, beziehungsweise Verbündete stellen sich normalerweise an Grenzen auf. Und da er das nicht getan hat, da habe ich halt gedacht, ja, scheiß drauf, dann mache ich das auch nicht. Und im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so schlecht. So, wir bilden wieder eine Linie aus Speerträgern. Aus der Speerträgerbande. Zwischendurch sehen wir ein paar Elite-Axtkämpfer. Und an den Flanken wieder die Berserker. Und diesmal haben wir dreimal die kreischenden Frauen. Der General wieder bei den kreischenden Frauen. Und diesmal können wir uns auch Kavallerie leisten. Denn wir spielen mit 15.000 Dinare. So, die Gegner, die gehen erstmal in die Richtung meines Verbündeten. Aber der hier merkt dann, dass ich immer näher komme und wendet sich dann mir zu. Sehen wir gleich, ja. So, solange ich noch marschiere, können wir ja nochmal rüber gucken zum Verbündeten, wie es hier läuft. Weil hier beginnt schon der Kampf. So. Gut, die Bogenschützen schießen schon. Bogenschützenduell. Der Gegner stürmt ganz schön vor. Aber die haben fast die exakt gleiche Aufstellung. Bloß der hier lässt sich ein bisschen niederschießen. Beziehungsweise, Quatsch, die werfen hier ja die Pieler. Aber er hat auf jeden Fall mehr eingesteckt. Vielleicht hat er, ja, der hat besser geupgradet wahrscheinlich. Sieht so aus, weiß nicht genau. Der versucht zu flankieren mit seiner Kavallerie, wird aber nicht ganz klappen. Ja, wir können da leider nicht mehr genau hingucken, denn unsere eigene Schlacht beginnt auch. Das waren eigentlich 2x1 gegen 1 Schlachten. Denn wir haben komplett separat voneinander gespielt. So, der hat hier am Anfang so ein paar Bauern gehabt. Auf die habe ich nicht mal genau geachtet. Dann hat er hier auch, ja, Stadtkohorten, Triare an den Flanken, leichte Hilfstruppen und keine Bogenschützen. Er hat auf jeden Fall seine Truppen gut geupgradet. Sonst hätte er mehr gehabt. So, wir hörten schon. Ja. Wir hören schon, wie unsere Taktik gerade funktioniert. Ich schicke wieder die Elite-Axtkämpfer vor. Okay, die hier sind an den Bauern ein bisschen gefangen. Leider vergesse ich die an den Flanken. Ich weiß nicht. Hab nicht genau drauf geachtet oder so, oder vergessen. Auf jeden Fall, die wurden fast komplett aufgerieben, bevor sie überhaupt ankommen. Aber die Berserker nicht. Ich nehme ihn dann mit der Kavallerie in die Zange. Hab auch verpennt, die Speerträger früh genug loszuschicken. Hier muss ich die Kavallerie wieder rausziehen, weil er die Triare an den Flanken hatte. Ich hatte leider nicht gesehen, dass sie ja auch welche hat, deshalb verlieren wir hier die ganze Kavallerie. Aber unsere Taktik wird trotzdem aufgehen. Vor allem, weil er seine Aufstellung so schmal gerichtet hat. Und wir ihn dadurch gut umzingeln können. Hier sehen wir schon, dass sich die Speerträgerbanden schön um ihn herum schicke. Die Berserker sind ganz schön angeschlagen. Aber die tun echt das. Also Römer und Berserker passen gar nicht zusammen. Römer brauchen ihre Ordnung und sobald die Berserker drin sind, gibt es keine Ordnung mehr. So, wir sehen hier gut, wie die Truppen alle umzingelt werden. Mit der Kavallerie bin ich nochmal hinten rein, obwohl die auch Triarier waren, aber das macht nichts. Die Kavallerie ziehe ich dann raus und schicke sie auf die Hilfstruppen. Und den Rest erledigen die Speerträger und die kreischenden Frauen. Ich muss sogar sagen, dass ich
erstaunt war, dass die Stadtkohorten so lange ausgehalten haben, obwohl sie vollkommen umzingelt waren. Und bei dem Gekreische. Aber die haben sehr lange ausgehalten. The warlord of the enemy army is running like a startled goat. Hunt him. Goats make good eating. Der erste Gegner hat schon die Niederlage eingestanden. War das der oder was? Nee, das war nicht mein Gegner, das war der andere, glaube ich. So, da haben wir den General getötet. Und alle Truppen fliehen. Und es bleibt auch keine übrig. Keine Einheit. Ja, das habe ich richtig gesehen. Gut. Ja, da sind eigentlich nur noch seine leichten Hilfstruppen, die ich auch mit der Kavallerie auslösche. Hab versucht, ihn jetzt von beiden Seiten, weil er dauernd weggerannt ist. Hab ihn ja zwar nicht ganz bekommen, aber dann am Ende doch. Ja. Ja, und das wäre dann wieder ein weiterer Sieg für die Germanen. Obwohl diesmal an der Seite von Römern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Gegner waren vielleicht besser als beim letzten Mal, aber haben sich auch nicht so schlau angestellt. Wie so oft sind es eigentlich die Fehler des Gegners, die zum Sieg führen. Ja, hier sehen wir nochmal schön, das war glaube ich mein Gegner. Ja, der hat keine Truppen mehr übrig gehabt. Also ich habe die komplett umzingelt und vernichtet. Hier zwischen den beiden war es vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Weil der hat auf jeden Fall nicht mehr viele Truppen übrig. Aber das macht eigentlich nichts. Selbst wenn er verloren hätte, wir haben ja noch einen Haufen Truppen übrig. Mit denen hätten wir locker auch den zweiten Gegner besiegen können. Wir gucken mal auf die Statistik. Hier sehen wir leider, dass ich habe ja am Anfang verpennt, die Elite-Axtkämpfer direkt drauf zu schicken. Die waren vollkommen für die Katz. Die sind beide, haben keinen Schaden zugefügt und sind alle fast verreckt. Die, welche in den Nahkampf gekommen sind, die haben natürlich hier viele getötet. Genauso die Berserker, wie beim letzten Mal. Ansonsten mit der Kavallerie habe ich auch ein paar mitgekriegt diesmal. Ja, und das war's jetzt eigentlich, ja. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr was loswerden wollt oder euch dazu irgendwas einfällt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde beim nächsten Mal natürlich nicht wieder Germanen gegen Römer spielen. Ich glaube, ich werde mir was Neues ausdenken lassen. Hoffentlich etwas, was helfen kann. Und ja, das war's dann von meiner Seite. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!